oder? Champions League. Die Kamera eingestellt. Ja. Was? Ja. Alles eingestellt, alles gut. Passt. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen an diesem stürmischen Tag vor unserem Champions League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. Ich begrüße Sie alle genauso wie unseren Trainer Lucien Favre und unseren Kapitän Marco Reus und bitte um Ihre Fragen. Sebastian Kolzberger von der Bild. Vielleicht eine Frage an beide direkt. Die Hypothek aus dem Hinspiel mit 3:0 oder 0:3 ist natürlich hoch. Wie wollt ihr es schaffen, dieses Spiel zu drehen und vielleicht doch noch versuchen weiterzukommen? Wir wissen, dass es schwer ist, aber man weiß nicht. Ja. Ich glaube, dass in diesem Stadion schon einige Spiele absolviert worden sind, wo Geschichte geschrieben worden ist. Und ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, das Unmögliche zu schaffen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir dran glauben müssen. Wir brauchen natürlich eine Top-Leistung. Wir müssen an unser Maximum kommen, um dann natürlich auch in den richtigen Momenten einfach die Tore zu erzielen. Natürlich ist es wichtig, die richtige Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive, weil wir natürlich wissen, wenn sie ein Tor machen, dann wird es natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, in der ganzen Mannschaft und drumherum glauben wir dran und wir müssen auch dran glauben. Jürgen Kors. Eine Frage an Herrn Favre. Ja. Ihre Mannschaft hat in den letzten Wochen immer 3 Tore geschossen zu Hause hier im Stadion. Das wäre schon mal ein guter Anfang für morgen. Wie schaffen Sie es denn mit Ihren Spielern, diese unerklärliche Reihe von Fehlern, von selbst eingebrockten Gegentoren mal zu unterbrechen und zu stoppen? Denn dann wird es ja mehrfach schwierig werden morgen. Ja, das als Trainer können nur das akzeptieren und probieren, das zu korrigieren, dass wir unnötige Tore kriegen. Aber ich habe natürlich für morgen, wir müssen eine Top-Leistung bringen. Das ist das Wichtigste. Es ist schwer, aber alles ist möglich. Wir müssen sehr, sehr clever spielen. Das ist klar. Sehr, sehr clever spielen. Jesko von Eichmann. Auch vielleicht eine Frage an beide. Ja. Das Spiel gegen Atletico Madrid hier zu Hause, wäre das vielleicht so eine Blaupause, wie man auch gegen ein Top-Team wie Tottenham einen hohen Sieg erzielen kann? Ja, es... Nicht darüber sprechen. Jedes Spiel ist anders. Hinspiel ist schon gemacht. Das ist eine andere Situation. Aber wir wissen, wir können Tore schießen. Wie gesagt, wir müssen sehr, sehr clever spielen. Marco? Ich schließe mich dem an. Gut. Marian Laske, bitte. Eine Frage an Herrn Favre. Michael Zorc hat gestern so ein bisschen die Einstellung der Mannschaft kritisiert. Ihr zumindest gesagt, dass immer so ein paar Prozent gefehlt haben zuletzt. Sehen Sie das auch so? Ja, wir sprechen darüber zusammen und natürlich, es ist immer ein paar Sachen zu verbessern. Und das sind wichtige Details, sehr wichtige Details. Und wenn ich sage, wir müssen das so schnell wie möglich korrigieren, ist nicht einfach so, wir müssen das nicht mehr machen, das ist zu einfach. Wir müssen etwas anders das machen. Aber das braucht nicht eine Woche, das braucht manchmal mehr. Sebastian Kolzberger. Vielleicht in dem Kontext, Matthias Sammer hatte ja die Mannschaft am Freitag stark kritisiert und Michael Zorc ist dem ja auch so ein bisschen beigepflichtet. Teilweise der Kritiker hat gesagt, damit hat er recht. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, sich mit dem Matthias Sammer zu unterhalten über die Situation? Ich habe mit Matthias mehrmals gesprochen am Anfang der Saison und nachher. Wir haben ein sehr gutes Verständnis.
Und ich habe persönlich nicht die Sendung gesehen, wo er hat darüber gesprochen. Und aber da ist der Journalist und er darf das machen. Wir sind in einer Demokratie. Demokratie? Ja. So. Alle können seine Opinion sagen und er sieht der Fußball gut. Das traue ich ihm total hier und das müssen wir auch akzeptieren. Das ist der hier am Fernsehen seine Rolle. Und das ist absolut kein Problem für mich. Aber ich habe die Sendung nicht gesehen, keine Sekunde gesehen. Man hat mir erzählt, aber ich kann nicht beurteilen, was er genau gesagt hat und so weiter. Deshalb kann ich nicht beurteilen. Okay. Gibt es weitere Fragen? Harald Grundmann, bitte. Marco, wie sieht denn wie die Mannschaft die derzeitige Situation und welche Rolle kommt dir dabei zu, das Ganze zu moderieren? Ja, ich glaube, dass wir natürlich über die momentanen Ergebnisse, glaube ich, sehr, sehr unzufrieden sein können und das spiegelt sich natürlich bei uns allen wieder. Aber trotzdem, glaube ich, befinden wir uns generell noch in einer Ausgangssituation, was die Bundesliga jetzt betrifft, was okay ist. Natürlich wissen wir, dass wir in den letzten Wochen viele Punkte unnötig verschenkt haben, weil wir insgesamt zu viele Fehler gemacht haben. Und da ist natürlich wichtig, einfach vor allem weiter positiv zu bleiben, weiter dran zu arbeiten. Wir analysieren die Spiele, wir zeigen die Fehler auf, die wir machen. Und da wird es einfach wichtig sein, die Fehler einfach abzustellen, weil wir wissen, dass wir vorne immer Tore machen können. Aber wir müssen, glaube ich, als Team einfach jetzt noch stärker da rauskommen, müssen noch mehr unsere Mentalität zeigen, die wir schon oft in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben. Und dann kommen wir auch da wieder raus. Bitte. Listen, Jamie Ware from Sky Sports in England. Jadon Sancho's performances of late aren't at the same level. Sanchez, seine Leistungen sind nicht ganz so gut wie in den letzten Wochen. Glauben Sie, dass er müde ist? Jadon ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr talentierter Spieler. Aber er ist 18. Er ist 18. Und manchmal es ist mit 18 so. Es war hoch und tief und so. Er hat ausgezeichnet gespielt. Hinrunde, er war auch hier am Anfang der Rückrunde sehr, sehr gut. Aber manchmal es ist so. Aber bis jetzt, er spielt gut. Er hat viel zu lernen. Viel, viel zu lernen. Viel Potenzial, zum Glück. Und aber es ist für jeden Spieler Talent, alle haben, aber das ist wichtig, ohne Arbeit, Talent existiert nicht. Talent ist 10%, Arbeit 90%. Marco, in Augsburg wurdest du nach 60 Minuten ausgewechselt, 64 Minuten. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du fit für 100 Minuten? 90 Minuten. Schön wär's. Ja. 120. 120. Also, ja. Okay. Ja, wenn es einmal nur 120 sind, werde ich natürlich versuchen, bereit zu sein. Wir wollen natürlich darauf hinarbeiten. Mir geht's gut. Es war schon klar, dass ich nach den drei Wochen, die ich raus war, jetzt keine 90 Minuten gegen Augsburg gehen kann. Aber was morgen dann passiert, das wird man dann sehen. Es kommt immer auch auf den Spielstand an und wie man sich fühlt und was der Trainer sich auch vorstellt. Von daher bin ich natürlich bereit und bin auch bereit, auch über 120 Minuten zu gehen. Jesko von Eichmann. Favre, wenn Marco Reus fit war, gab es meistens die Frage, entweder Alcacer oder Götze. Ist vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass es Alcacer und Götze sein können? Alles ist möglich. Okay. Den Kader geben wir noch nicht bekannt heute. Wie üblich. Ecki Häuser. Eine Frage. Dieser Faktor Müdigkeit, der hier und da thematisiert wird, ist das ein Faktor oder
spielt er innerhalb des Teams eigentlich gar keine Rolle, dass jetzt eine anstrengende Saison so langsam zu Ende geht und man zu viel an Energie vielleicht gelassen hat? Nein. Ich habe darüber nicht gehört. Nein. Es kommt nicht in Frage. Müdigkeit. Ich schaue nochmal in die Runde. Sebastian Kolzberger mit der vorletzten Frage. Wir gehen dann noch einmal zu BT, glaube ich, hin. Ich habe jetzt noch eine allgemeine Frage. Und zwar geht es da um die Handregel. Und zwar wurden neue Regeländerungen beschlossen, die ab dem 1.6. gelten. Und zwar mit der Hand erzielte Tore gelten grundsätzlich nicht mehr. Also, oder wenn ein Handspiel vorweggegangen ist und der Ball im Tor landet, wird abgepfiffen und die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche wird Teil des Regelwerks. Danach ist ein Kontakt mit Arm oder Hand strafbar bei Armhaltung oder über Schulterhöhe. Sind die neuen Regeländerungen wirksam? Sind die vernünftig? Ich lasse über Tottenham reden. Der Hand in der über Schulterhöhe. Ja. Ja, ich habe schon einmal darüber gesprochen. Wir haben bei der letzten Pressekonferenz. Es ist viel besser, dass ich nicht darüber spreche heute. viel besser. Zu lang. Für mich, was ich würde klar sagen, das hat diese Regel, ich weiß nicht, wer da hat das erfunden. Das ist für mich, ich bin 62, ich bin Fußball seit lange, das ist nicht Fußball. Für mich. Das ist Skandal. Das ist nicht Fußball, weil die Spieler müssen raus, sie sind so. So, verstehen Sie? Und du brauchst ein Gleichgewicht, wenn du läufst. Und ohne Arme. Du gehst am Boden, du bekommst den Ball hier, Penalty. Die anderen haben keine Aktion, du bekommst den Ball hier, Penalty. Ja, stopp. Okay, wir reden weiter über Tottenham. Die letzte Frage von der Dame aus England, bitteschön, ganz hinten. Ja? England. Meine Frage ist an Marco. Ich würde gerne über Götze sprechen, der wieder hier in Dortmund ist. Ihr habt eine tolle Partnerschaft. Das ist ähnlich wie Gareth Bale, der nach Tottenham zurückkehren würde. Ja, ist das gut für dich? Wir haben uns natürlich gefreut, dass er damals dann wieder zurückgekommen ist, weil ich glaube jetzt gerade in der Phase, auch in der Hinrunde, wo es nicht so gut gelaufen ist, aber jetzt gerade, wo es sehr gut für ihn läuft, wo er körperlich, fitnesstechnisch auf einem sehr hohen Niveau ist und da kann er einfach jeder Mannschaft helfen und das zeigt er momentan. Er antizipiert sehr gut, er hat ein unheimliches gutes Spielverständnis auf dem Platz und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen und ja, ich hoffe, dass wir das in der nächsten Zeit und in der Zukunft noch weiter zeigen können. Okay, vielen Dank an die beiden Herren auf dem Podium. Vielen Dank Ihnen allen. Ich wünsche einen schönen Tag und sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.